Servus, ich bin der Michi und Bike-Experte bei Intersport. Auf was muss ich Acht geben, dass man den E-Bike-Akku so lang wie möglich hält? Das Wichtigste ist einmal, nicht immer, wenn man 80-90% hat, gleich wieder aufladen. Es schadet nicht, wenn man hin und wieder ein bisschen leer fährt und dann wieder ganz voll landet. Am wichtigsten ist aber die Winterlagerung bei dem Akku. Das heißt, der Akku kann am besten irgendwo gelagert, wo es trocken ist, dass er nicht korrodieren kann und wo es Raumtemperatur hat. Also so 20 Grad, 22 Grad, im Vorraum, Wohnzimmer, egal wo, da fühlt sich der Akku am wohlsten. Wichtig ist da noch, dass man aufpasst, dass der Akku so ca. 30-60% Ladestand hat. Wenn der Akku zu 100% voll ist, ist er durchgehend gestresst und das mag keiner über den Winter durchgehend gestresst sein. Darum 30-60% ist da wichtig. Man kann das Ganze auch in ausgebautem Zustand ganz gut abchecken. Hat man da eine kleine Taste, drückt man einmal drauf, sieht man den Akkustand, bin ich ca. 40%, also so kann ich dann über den Winter lagern.